Ich begrüße Sie nun in aller Form, Herr Landesrat Stefan Kaineder, heute insbesondere als den zuständigen Landespolitiker bzw. Koordinator innerhalb der Landesregierung. Sie wollen den Klimaschutz laut Presseaussendung von gestern, wenn ich richtig gelesen habe, zur ersten Priorität in Oberösterreich machen und werden uns dann sicher auch erläutern können, inwiefern das auch die Bauwirtschaft berücksichtigen wird oder wird müssen. Ich begrüße Heinz Blödel, Sektionsvorsitzender Architektur in der Kammer, Ziviltechnikerinnen. Auch innerhalb der Standesvertretung und innerhalb der Szene sozusagen werden ja diese Fragen, die wir heute gehört haben, seit Jahren diskutiert und wir sind gespannt, denke ich, auf die Sicht der Architektinnen und Architekten beziehungsweise auf die Möglichkeiten im Holzbau und generell in diesem Feld in Bezug auf die Klimakrise oder den Klimawandel. Und ich begrüße herzlich Herrn Ingenieur Johannes Reisecker, Zimmermeister bzw. Holzbaumeister und Geschäftsführer bei Holz Reisecker, einem Säge- und Hobelwerk bzw. auch Hersteller von Massivbauelementen, also Konstruktionsvollholzbau in Rosbach im Bezirk Braunau. Bereits in fünfter Generation wird hier laufend eigentlich an der Weiterentwicklung und Innovation von Produkten aus Holz gearbeitet in Ihrem Betrieb. Sie repräsentieren sozusagen am Podium die handwerkliche bzw. die unternehmerische Seite bei dieser wichtigen Fragestellung. Schön, dass Sie da sind und auch mitdiskutieren. Und die beiden Vortragenden brauche ich nicht mehr vorzustellen. Danke, dass auch Sie nochmal sich die Zeit nehmen und sich hier einbringen in der Schlussrunde, beziehungsweise werden wir dann das Gespräch auch öffnen fürs Publikum und ich kann mir gut vorstellen, dass hier vielleicht auch noch die eine oder andere Frage an Sie beide gerichtet werden wird. Ja, Herr Landesrat Eder, ich möchte Ihnen zuallererst die Möglichkeit jetzt auch bieten. Der Klimawandel, die Klimakrise, wir haben es gehört, ist eine globale Herausforderung. Bearbeitet werden muss sie aber lokal in der Region, sprich in Oberösterreich. Was sind hier die Strategien für die nächste Zeit und wie sehr werden Sie mit Ihrer Arbeit auch das Bauen, das ja eine Querschnittmaterie durch die verschiedenen Ressorts ist und also auch eine Schwierigkeit, nehme ich an, wie sehr werden Sie das auch berücksichtigen können in dieser Strategie und eben für unser heutiges Treffen natürlich von besonderem Interesse, was es für den Holzbau bedeuten wird. Und mein, ja, Entschuldigung, das habe ich. Jawohl. So. So, ja, es funktioniert. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt seit 2 Wochen Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung und für die, die es nicht wissen und aus anderen Bundesländern oder aus dem benachbarten Ausland kommen, in Oberösterreich gibt es eine Proporzregierung. Ich bin grüner Landesrat und in Oberösterreich gibt es eine Koalition, an der die Grünen nicht beteiligt sind. Von dem her ist es nicht immer einfach, aber ich bin aus 2 Gründen eigentlich heute mit großem Interesse hier. Die Geschäftsverteilung sieht nämlich vor, dass ich zuständig bin zuerst einmal für die Koordination des Klimaschutzes. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, ich bin auch für die Abfallwirtschaft zuständig. Und auch aus dieser Perspektive könnte man heute den Holzbau betrachten, weil wir karren in Oberösterreich tausende Lkw-Ladungen Sondermüll zu den Müllverbrennungsanlagen, nur weil wir falsch isolieren an den Gebäudehüllen. Und diese Menge Sondermüll wird jedes Jahr mehr und sie wird sehr, sehr viel mehr werden in den nächsten Jahrzehnten. Ganz grundsätzlich als Klimaschutzlandesrat muss ich sagen, das Problem, ich bin 35 Jahre alt, das Problem ist schon längere Zeit bekannt und diese Klimakrise, mit der wir es zu tun haben, ist real. Und die gute Nachricht für einen Politiker wie mich, der sich in einer Demokratie bewähren muss sozusagen, ist, die Menschen spüren, dass diese Klimakrise real ist. Denken Sie an die letzten 2 Sommer. In Oberösterreich gab es zum ersten Mal eigentlich, seit ich denken kann, Häuser in der Peripherie, die haben in der Früh den Wasserhahn aufgedreht und da kam nichts mehr, weil der Grundwasserspiegel so niedrig ist. Wir hatten Bäche, die trocken gelaufen sind. Meine Omi ist 94 Jahre alt, sie lebt im Mühlviertel, es gibt einen Bach nicht weit vom Haus entfernt. Sie sagt, der war noch nie trocken. Vor 2 Jahren ist das erste Mal trocken gelaufen. Das heißt, wir haben trockene Bachbeete im Land der Ströme. Und wenn Sie heuer den Winter anschauen, ich komme aus Kirchschlag bei Linz, da gab es in meiner Kindheit 11 Schlepplifte. Die sind alle ausgekommen ohne Schneekanonen in meiner Kindheit, da sind wir Ski gefahren den ganzen Winter.
25 Jahre später gibt es noch einen Liftbetreiber, der hat Schneekanonen und der hat im heurigen Jahr tatsächlich Probleme gehabt, überhaupt aufsperren zu können auf einer Seehöhe von 700 bis 900 Metern. Das heißt, auch die Gefahr, dass wir eine Skination ohne Schnee werden, ist real. Und mit dem Problem müssen wir uns politisch beschäftigen und nämlich politisch umfassend beschäftigen. Das ist nicht ein Problem, das irgendwie ein Landesrat, der Klimaschutz sich obendrauf schreibt, zu lösen hat, sondern in allen Themenbereichen, in der Energiewirtschaft, genauso wie im Verkehr, genauso wie im Wohnbau, müssen wir uns die Frage stellen, wie begegnen wir entschlossen und energisch dieser Klimakrise? Und für mich ist ein hervorragendes Beispiel, wenn es jetzt darum geht, sozusagen was ändern wir an den Rahmenbedingungen? Weil oft höre ich im politischen Diskurs, naja, die Konsumentinnen und Konsumenten sind die wichtigste Zielgruppe. Die müssen es am Ende richten. Also entscheiden Sie sich für ein Holzhaus, dann machen Sie alles richtig. Ziehen Sie bitte nicht in die Stahlbetonwohnung, weil da wird es dann schon problematisch. Und diese Herangehensweise kann ich nicht verstehen. Und ich verweigere mich auch in einer Demokratie, sozusagen die Rahmenbedingungen nicht anzugreifen. Unsere Verantwortung als Politikerinnen und Politiker, für das bekomme ich auch mein Gehalt, ist, die Rahmenbedingungen so zu stellen, dass meine Kinder diesen Planeten nicht irgendwann zusperren müssen. Also jetzt ist die Frage, wie können wir Rahmenbedingungen politisch so ändern, dass Nachhaltigkeit einen höheren Wert bekommt, dass die Bekämpfung der Klimakrise tatsächlich die Dringlichkeit bekommt, die sie verdient. Und ein gutes Beispiel gibt es da schon in Oberösterreich, und das zeigt für mich auch ein bisschen die größeren Hebel, die man in der Politik hat. In Altmünster, wer es noch nicht besucht hat, fahren Sie mal hin, gibt es eine Landwirtschaftsschule, die ist relativ neu gebaut worden, vor, ich glaube, 10 oder 15 Jahren, Holzpassivbauweise, ein Pilotprojekt, das über hervorragende Raumqualitäten verfügt. Ich habe mir das angeschaut, die Direktorin dort erzählt, die Schülerinnen sind super glücklich, weil das Raumklima hervorragend ist, die Lehrerinnen fühlen sich wohl, alle sind glücklich, wir brauchen kaum Energie, diese Schule zu heizen. Und in unserer ökonomischen Denke habe ich sie als Erste gefragt, naja, wie teuer war es denn am Ende? Ja? Und sie sagt, naja, das war schon teurer als der normale erste Kostenvoranschlag eines konventionellen Wohnbaus. Und dann habe ich gefragt, wie teuer, wenn Sie es jetzt durchrechnen, Frau Direktorin, nach 35 Jahren ist denn dieses Gebäude wirklich? Wie viel teurer ist es wirklich? Und sie hat gesagt, dann wird es billiger. Ab 35 Jahren wird dieses Gebäude billiger. Und jetzt sage ich Ihnen, als Landesrat, der für Abfallwirtschaft zuständig ist, danach wird es noch billiger, weil wenn wir dieses Gebäude entsorgen, dann haben wir richtig Geld gespart. Und mein Credo ist, und das ist jetzt was, was ich als eigentlich meine Aufgabe in den nächsten Jahren sehe, ist, in allen Themenbereichen müssen wir dieses Umdenken schaffen, von dem, glaube ich, Georg Starnberg zuerst gesprochen hat. Unsere Denke in Quartalsrechnungen oder in meinem Fall sozusagen in Regierungsperioden ist zu kurz. Die Frage, wie teuer ein Gebäude ist, entscheidet sich nicht bei der Schlüsselübergabe, beim Einzug der Familien, wenn sie sie sozusagen beziehen, sondern eigentlich erst bei der Entsorgung der Baumaterialien. Und wenn wir diesen ganzen Zyklus hineinbekommen in eine Kostenschätzung vor der Errichtung, dann wird es einen richtigen Turbo geben, vor allem auch für nachhaltige Baustoffe wie den Holzbau. Und daran müssen wir politisch sozusagen die großen Räder drehen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für dieses Eröffnungsstatement. Und ich glaube, mit der Kostenehrlichkeit sozusagen ist ein wichtiger Aspekt angesprochen. Angesprochen haben Sie auch die Schule in Altmünster, Finkturner Architekten in der Szene und auch darüber hinaus natürlich generell in Oberösterreich ein wichtiges und bekanntes Projekt. Es ist, Heinz Blöderl, in den letzten Jahren sind einige solche Leitprojekte entstanden, wirklich sehenswerte und lebenswerte Gebäude, im Wohnbau weniger, aber auch im öffentlichen Bereich, vor allem Schulbauten. Was würdest du sagen, wie soll sich der Holzbau mit Blick auf die Klimaentwicklung, wird er wichtiger? Beziehungsweise was sind aus Sicht der Architektur so die wichtigsten Stellschrauben, dass das Bauen eben klimafreundlicher wird? Na, eines vorweg, also wir betrachten eigentlich immer wieder explizit Einzelelemente in dieser ganzen Bausektorenwirtschaft, die wir derzeit betreiben. Ganz grundsätzlich muss man sagen, ist der Klimawandel eigentlich im Gebäudesektor und in der Bauwirtschaft die letzten 15 Jahre eigentlich sehr, sehr massiv gelandet. Und diese Massivität hat sich die letzten Jahre eigentlich erhöht und auch übersteigert, dass nämlich Einzelsegmente, die wir uns angesehen haben, punkto Wohlbefinden
auch punkto Wohlfühlen und auch gewisse Rahmenbedingungen, auch vor allem die letzten 5 Jahre, immer wieder über elementare Ereignisse eigentlich jeden Einzelnen betroffen hat. Also das heißt, der ist eigentlich dadurch auch nicht mehr zu verleugnen. Das andere Thema ist eigentlich, dass wir in der Bauwirtschaft eigentlich einen ganz rigiden Paradigmenwechsel eigentlich herbeiführen müssen, um die großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, dass wir lebenswerte Lebensräume weiterhin gestalten und aufrechterhalten können, zur Verfügung stellen zu können. Und da sind wir alle gefordert. Und das ist auch eine der ganz großen Herausforderungen, weil du das, Tobias, angesprochen hast, der Ziviltechnikerschaft. Nicht nur über Leuchtturmprojekte, deren haben wir in Oberösterreich leider viele, aber es sind Leuchttürme. Und diese Leuchttürme müssen wir, und das ist auch ein ganz besonderes Momentum, diese Leuchttürme sind eigentlich großteils zu 90% aus Holz errichtet worden und konstruiert worden. Diese Leuchttürme müssen wir irgendwie in die Breite bringen. Also auch die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen, dass eigentlich dieser Paradigmenwechsel in der Bauwirtschaft einfach zu landen ist. Und wenn wir dann über die Bauwirtschaft reden, müssen wir vorweg über ganz was anderes zu reden beginnen. Und das kann ich mir eigentlich jetzt wirklich nicht verkneifen dazu. Wir müssen über die Raumplanung reden. Wir müssen nämlich über die Stadtplanungssequenzen reden. Wir produzieren derzeit eigentlich Leerstand, Brachen etc., die wir ungenützt liegen lassen. Wir reparieren nicht unseren Gebäudebestand. Wir denken nicht nach, wie wir diesen weiterentwickeln können. Auch wie wir den in die Zukunft führen. Und genau dort werden eigentlich, um dieses Lern- und Lehrpotenzial auch für den Holzbau zu steigern, eigentlich ein irrsinnig großes Momentum, wo wir beim Wirtschaften nicht nur die entsprechenden Erträge schaffen, sondern auch die entsprechenden Qualitäten für unsere Lebensräume generieren. Dass wir nämlich im Sommer behagliche Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsbereiche zur Verfügung stellen zu können. Und was im Sommer gilt, und das ist eigentlich die letzten 10 Jahre schon immer mein Diktum gewesen. Also der Winter stellt für uns schon, sage ich so, die letzten 20 Jahre keine Herausforderung mehr dar. Denn wir wissen, wie wir unsere Gebäudehüllen zu errichten haben, auch mit den notwendigen Baustandards, dass wir eigentlich mit sehr wenig Energie die Wintermonate überstehen. Aber die ganz große Herausforderung sind die Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonate. Und da haben wir Antworten zu liefern. Und da bemühen wir uns, die Ziviltechnikerschaft, also die Ingenieure und die Architektenschaft, gemeinsam eigentlich Antworten zu liefern, aber auch Lösungen und Beispiele hervorzubringen, um das in die Breite zu bringen. Und das Nächste ist noch, wir haben das Forschungspotenzial in der Bauwirtschaft nämlich ordentlich weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich die Chance, die derzeit der Holzbau hat, aus meiner Sicht. Denn der hat es sehr früh verstanden, nämlich in die Forschung zu setzen. Und die Forschung hat nämlich die Mineralwirtschaft sowieso vernachlässigt. Darum ist sie auch im Gebäudestandard sehr weit hinten, nämlich auch über die Grundlagen, die dafür notwendig sind. Und dann müssen wir politisch, und da bin ich beim Landesrat schon, die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen, um nicht den Sondermüll und den Gebäudeleerstand von morgen zu bauen. Und eines muss ich auch sagen, in Oberösterreich produzieren wir leider derzeit, vor allem im geförderten Wohnbau, den Leerstand und auch natürlich damit die Ruinen der Zukunft. Und da haben wir uns ordentlich anzustrengen. Und das ist mein Schlusswort dazu, wenn wir uns da anstrengen und im Lebenszyklus zu denken beginnen, das heißt vom Konzept bis hin zur Rezyklierbarkeit, das Fertigdenken von der Errichtung, die Errichtung sind 15%, 85% sind der Betrieb und die Instandhaltung. Und dort ist das Potenzial, nämlich auch volkswirtschaftlich entsprechend Rahmenbedingungen zu setzen, dann sehe ich eigentlich kein Problem für die Zukunft. Und ich glaube, wir können die Kinder, unseren Kindern und Kindeskindern eigentlich doch noch einen Planeten überlassen, den wir nicht zusperren müssen. Vielen Dank, Heinz Blödel. Im Statement wurden viele Aspekte angesprochen, aber es ist wahrscheinlich dem systemischen Charakter auch geschuldet, dass die eigentlich dann doch auch wieder zusammenhängen. Stichwort auch Raumordnung, sofern ist es ja nicht vom Bauen, wenn ich an Ihre Tabellen denke, Herr Rössler, weil das Bauen natürlich auch wieder Verkehr bedingt und damit eigentlich in die anderen Aspekte hineingreift.
Was auch angesprochen wurde von Heinz Blödel, und damit möchte ich zu Ihnen kommen, Herr Reisegger, dass es der Zusammenarbeit bedarf über die verschiedenen, in dem Fall Ingenieursdisziplinen hinweg, aber natürlich braucht es auch ganz entscheidend die handwerkliche Innovation, die Unternehmen dazu, und da würde ich mich von Ihrer Seite auch interessieren, Sie beschäftigen sich ja, wie eingangs erwähnt, auch mit der Produktinnovation, mit der Zukunft an und für sich auch, um zu wissen, welche Chancen sich mit einem neuen Produkt auftun. Da würde mich interessieren, welche Rolle spielt im konkreten Alltag Ihres Unternehmens dabei der Klimawandel? Also wie sehr ist das ein Thema für Sie bei der Produktentwicklung, und wo sehen Sie da Ihre Entwicklung als Unternehmen beziehungsweise auch für die Holzwirtschaft im Allgemeinen? Ich möchte auch recht herzlich euch begrüßen zu dem Nachmittag. Also ich glaube, ganz wesentlich ist, glaube ich, dass man da die Forstwirtschaft einmal einbezieht, weil der Rohstoff Holz funktioniert nur mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft, und ich glaube, wenn wir die Waldbauern nicht dementsprechend motivieren, dass sie wirklich in den Wald gehen und die Waldpflege so betreiben, wie sie in der Vergangenheit gemacht wurde, haben wir eigentlich auch keine Zukunft mit unserem Baustoff. Und da haben wir eigentlich die Entwicklung in den letzten Jahren, dass sehr viele Waldbauern zu uns kommen und auch mit Eigenprojekten aufhorchen lassen, dass sie aus einem eigenen Rohstoff Projekte bei uns produzieren lassen, sprich für stehende Blockwände oder Dübelholzdecken mit Akustikhobelung und so weiter. Also das ist eigentlich eine Entwicklung, die sich die letzten 5 Jahre sehr stark herauskristallisiert. Der Waldbau macht natürlich dadurch mal keinen Fehler, dass er den... Die letzten 5 Jahre waren sehr trockene Jahre. Wir haben da sehr starke Käferkalamitäten gehabt, und ja, das war, sagen wir, nicht einfach, dass da jeder einen fairen Preis kriegt für sein Produkt. Und wenn er, sagen wir, selbst verarbeitet, erzielt er automatisch natürlich den höchsten Preis für sein Objekt. Das war, sage ich mal, ein bisschen... Ja, vielen Dank einmal für Ihr Statement von Ihrer Seite. Wir könnten jetzt einen ersten Versuch einmal starten, ob es Fragen von Ihnen gibt. Ich sage so ungern Publikum, weil es ist ein Dialog, also mit gleichberechtigten Dialogpartnerinnen und Partnern. Bitte einfach mit einem Handzeichen bemerkbar machen, falls es, und Gabriel Schwarzmann steht auch bereit mit dem Mikrofon, falls ich, ja. Wir würden dann bitten auch, wenn möglich, mit Namen und vielleicht auch Ihren Hintergrund ganz kurz, in welchem professionellen Umfeld, ganz kurz in einem Wort. Das macht es für uns vielleicht auch interessant, Ihr Statement einzuordnen. Ja, ich bin ein ganz einfacher Biobauer aus Waldhausen im Struttengau. Das ist die östlichste Gemeinde Oberösterreichs, wo heute in der Früh die Sonne aufgegangen ist. Für Oberösterreich war es in Linz noch finster. Ja, Sie können sich vorstellen, wo ich daheim bin. Also Bergbauer, bäuerliche Interessensvertreter und Vizebürgermeister. Ich bin schon 32 Jahre Biobauer. Ich habe erlebt, wie sich die Waldbewirtschaftung entwickelt. Wir haben in dieser Zeit 80% Kaufkraftverlust gehabt in der Forstwirtschaft. So dramatisch ist das, was Sie gesagt haben gerade, wir müssen mehr Wertschöpfung einbringen. Wir haben Ressourcen da. Und als Biobauer und als Bergbauer trifft mich natürlich der Klimawandel ganz massiv. Ganz massiv. Uns hat es jetzt die letzten 5 Jahre, 3 Jahre ausgetrocknet, kein Futter. 3 Jahre bei über 30 Grad im Sommer, schwitzend bis um 1:30, wenn es geht, durchgemacht, damit wir die Käferbäume rausschneiden haben können und haben nichts dafür gekriegt. Und also erstens einmal zum Klimawandel. Für uns ist ganz wichtig, wir haben auch die Professor Gramm-Kolb in Waldhausen da gehabt, danke nochmal für das Spitzenreferat, auch da. Also wir müssen was tun, es ist 12:01. Wir müssen massive Maßnahmen setzen, das Regierungsprogramm ist zu wenig, viel zu wenig. Aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Nur es muss allen bewusst werden, dass es bereits 12:00 ist. Es gibt zwar Leute, die mit Ibiza jetzt fest verloren haben, die glauben, sie können da mit Leugnen vom Klimawandel noch eine Kundschaft, eine Wähler zurückkriegen, aber wir müssen massive Maßnahmen in Form von Gesetzen setzen. Jetzt kommen wir zu der Sache, was mich speziell, Chance Klimaschutz, Biomasse. Es ist eine Sünde als Katholik, wenn man heutzutage nur Öl, Gas oder Koks verheizt. Man muss massiv raschest umstellen. Ich glaube, wir brauchen diese Reserven für andere Sachen und damit bremsen wir auch den Klimawandel. Nummer 1, wir haben
große Teile von Biomasse, die ungenutzt sind, weil sie einfach nicht wirtschaftlich verwertet werden. Ich bin zwar selber Betreiber einer Fernwärmeheizung, in einer Genossenschaft, da passt es. Aber was der Markt derzeit bietet für unser Abfallholz, unter Anführungszeichen, das sind Ramschpreise, verdienen dort an der Landwirtschaft die Industrie, die Holzindustrie und alle anderen Papierindustrie, aber in der Landwirtschaft mit Holz kann man leider derzeit kein Geld verdienen. Man hat außer Arbeit nichts. Zweitens weiß ich bis heute noch nicht, was man in den nächsten Wochen, welche Bäume wir nachsetzen. Weil mir nicht klar ist, ob die Douglasie die einzige Rettung ist. Und wo der natürliche Anflug da ist, da funktioniert es, aber es gehört aber ein Abschuss und so weiter noch was gemacht, damit einfach der Anflug auch funktionieren kann, damit wir den Wald für die Zukunft erhalten. Wir brauchen es zur CO2-Bindung, ganz dringend. Ich glaube, das ist eine große Branche zur CO2-Bindung. Wir haben genug Reserven da. Jetzt sage ich noch einen Punkt als öffentlicher Interessensvertreter auch seitens der Gemeinde. Holzbau in Gemeinden. Ich stamme aus Waldhausen, das Haus im Wald. Wir haben eine super Musikschule mit Holz gemacht. Wir haben jetzt morgen eine Bauverhandlung, wo es als Vizebürgermeister das leiten muss, Kindergarten super. Und ich glaube, wir werden das nochmal umdrehen. Wir haben zu wenig Holz dabei. Weil die Finanzierung auch nicht vom Landesseite her verbessert ist. Wenn wir 5% einen höheren Zuschuss bekommen, ist das schon okay. Wir haben alle Gebäude angeschlossen an die Fernwärme, aber wir brauchen auch einen Zucker, Herr Kennedy, bitte in der Landesregierung. Auch der Gemeindereferent muss mehr hergeben. 5% genügen, einen höheren Zuschuss, dann können wir das super machen. Und dann setzen wir es auch ein, dann treiben wir den Turbo an Richtung Klimaverbesserung und auch wirtschaftlicher Einsatz und Nachhaltigkeit. Man braucht das Klumpert nicht entsorgen, was man aufgepickt. So, abschließend nur einen Punkt und dann bin ich fertig. Aspekt, weil die anderen haben vielleicht einen anderen. Einen Punkt, ja, ich war der Erste, das hat sich keiner traut. Ja. Einen Punkt habe ich noch. Die Wohnbauförderung ist auch ein Punkt. Heimbuchen ist nicht hier, aber da muss man genauso was tun. Wenn man da Zuckerl gibt, dann funktioniert das. Oder man macht scharfe, rigorose gesetzliche Notwendigkeiten, dass man einfach Holzbau umsetzen muss. Anders geht es nicht. Danke sehr. Danke, vielen Dank. Danke einerseits für den Einblick sozusagen in das konkrete Problem, wie sich das anlässt sozusagen, und auch für den Appell, ganz einfach nochmal, der das, glaube ich, was wir gehört haben und wahrgenommen haben, heute auch verstärkt hat. Es war jetzt die Politik schon auch angesprochen. Ich möchte eigentlich Ihnen vielleicht die Gelegenheit auch geben, darauf zu antworten. Bitte. Also Sie laufen bei mir, das können Sie sich denken, offene Türen ein. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Aspekt ist, wie gibt die öffentliche Hand Gelder aus, ja, unter welchen Prämissen und was wird damit bezahlt. Was wir reihenweise noch haben, und das ist sozusagen, das gehört als erstes abgestellt, ist, dass wir Geld dafür ausgeben, dass die Klimakrise noch befeuert wird. Und da gehört beim Wohnbau einiges dazu und vor allem auch die Bedarfszuweisungen für die Gemeinden. Da gibt es noch überhaupt keine Richtlinien in Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen. Und das ist eines der ersten Dinge, ich habe das auch gestern präsentiert, als einen meiner Arbeitsschwerpunkte, die wir als allererstes angehen, nämlich die Frage, gibt es für alle Förderungen, die das Land Oberösterreich ausschüttet, so etwas wie einen Klimacheck? Schauen wir uns an, bei jeder einzelnen Förderung, bei jedem BZ-Mittel, jeder Euro, der hinausgeht aus dem Landhaus, darf zumindest nicht schädlich sein für das Klima. Ja? Das ist einmal die erste Prämisse. Und am Ende des Weges muss es sogar so sein, dass jeder Fördereuro dem Klimaschutz dient. Das ist das Ziel. An dem arbeiten wir. Wir arbeiten an einem Vorschlag. Kann ich nur mal sagen, ich bin in einer Proporzregierung, grüner Landesrat, einfacher ist was anderes. Aber die Zielrichtung muss klar sein. Und was wir auch herbringen können, das nehme ich mir vor, ist die Vergleichsrechnungen einmal zumindest im Piloten sozusagen herzubringen. Was kostet dieses Gebäude X, wenn ich es bis zur Entsorgung rechne? Weil wenn wir das tun, und das würde ich verstehen unter verantwortungsvollem Umgang mit Geld, wenn ich an meine Enkelgeneration denke, ja, weil die werden das Haus irgendwann einmal wegreißen. Beim Holzbau vielleicht nicht, da steht es vielleicht noch 1000 Jahre, wie wir es jetzt gesehen haben, das würde ich mir wünschen. Aber grundsätzlich entsorgen wir ja Häuser, und wenn die Rechnung bis zur Entsorgung gemacht wird, dann gewinnt meistens die nachhaltige Bauweise und dann hat der Holzbau auch eine größere Chance auf Umsetzung. Mhm. Vielen Dank, auch Herr Schellnhuber hat sich... Ja, vielleicht hört man mich sogar. So ja, stimmt, genau. Ich habe dieses seltsame Gerät aufbehalten. Ich würde ganz gern zu dem, was hier gesagt wurde, auf dem Podium
glaube auch von Herrn Blöderl in diesem Fall und was Sie sagten, vielleicht zwei Bemerkungen machen. Wir müssen erstens, wir sprechen heute natürlich Holzbau über Material, andere Materialien, als wir bisher benutzt haben und die klimaschädlich sind natürlich. Wir sprechen auch zum Teil über Techniken, also ich fand es sehr interessant, was Herr Rössler gezeigt hat, die Treppenhäuser sind immer noch aus Stahlbeton, aber um das herum bauen sie aus Holz. Für mich als Laien hat sich sofort die Frage gestellt, warum sie die Treppenhäuser nicht wenigstens aus Ziegeln bauen können, nicht? Aber sie müssen Kosten sparen, ist mir schon klar. Ich kenne aber Vorhaben in Potsdam, wo genau das gemacht wird. Das ist ganz interessant. Aber jetzt meine eigentliche Bemerkung, man muss zweierlei tun, also nicht nur die einzelnen Projekte anschauen, die Leuchttürme, was auch immer, sondern wir müssen systemisch denken, das ist das eine. Das heißt, was Sie sagten, der Waldbau, das ist ja sozusagen der Anbau des Holzes, über den muss ich sehr wohl nachdenken. Was baue ich an, wie baue ich es an, welche Sorten sowieso. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir am Potsdam-Institut vor 20 Jahren versucht haben, mit den Forstleuten ins Gespräch zu kommen und sagten, also Kiefernmonokulturen werden irgendwann sozusagen nicht bestehen können, ne? Wetterextreme, Klimawandel und so weiter. Da wurde man verlacht, inzwischen rennen uns die Bude ein und wollen jetzt antworten. Wir haben vor 20 Jahren schon Modelle über Mischwälder, dynamische Entwicklung, Sukzessionsmodelle, was man tun könnte. Und ich kann nur sagen, die Douglasie ist in der Tat nicht die letztgültige Antwort in diesem Fall. Also ich muss über den Waldbau nachdenken, aber ich muss auch über Siedlungsstrukturen nachdenken, ja, über Raumplanung und so weiter. Und was wir im Augenblick erleben, das hört sich für Sie vielleicht ganz abgehoben an, aber was wir auch politisch spüren, ist ja, dass die Entleerung des ländlichen Raumes, vor allem die kulturelle Entleerung, am Schluss auch politisch durchschlägt. Ja? Wenn Sie einfach Wählerverhalten anschauen, wer wählt Nationalpopulisten im ländlichen Raum und die urbane Elite in Anführungszeichen, die wählt grün oder rot oder was auch immer, das hat damit zu tun, dass der ländliche Raum tatsächlich kulturell ausgetrocknet wird. Und wenn man sich jetzt fragt, gehen Sie nach Umbrien oder in die Toskana, da finden Sie in jedem kleinen Ort wunderbare Baudenkmäler. Inzwischen ist es so, die hässlichste Bauweise wird auf dem Dorf durchgeführt und früher waren da die schönen Häuser und nur in der Stadt macht man Prestigebauten sozusagen. Ja. Das heißt, wir müssen wieder zu einer polyzentrischen Denkweise zurückkommen, wo auch im ländlichen Raum kulturelle Höhepunkte stattfinden. Es muss ein Gefüge von kleinen, mittleren und großen Zentren werden, über das muss man nachdenken. Das ist das Systemische und ich will das einfach mal verraten an dieser Stelle, obwohl ich, wie gesagt, theoretischer Physiker bin, aber ich habe letztes Jahr eine Initiative entwickelt, die vielleicht auch für den einen oder anderen hier interessant ist. 1919, ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, wurde in Weimar das Bauhaus gegründet. Das ist, glaube ich, für die Architekturgeschichte ein wichtiges Datum gewesen. Und genau 100 Jahre später haben wir in Berlin das Bauhaus der Erde gegründet. Das ist genau die Idee, diese Bauhausvorstellungen, es war ja ein Gesamtkunstwerk, ist zum Teil völlig entgleist, wieder aufzugreifen, aber das Ganze im Kontext der Nachhaltigkeit zu stellen. Und da werden zum Beispiel polyzentrische Ansätze diskutiert. Also das erste ist systemisch und das zweite fand ich sehr spannend. Man muss, wenn man schon kalkuliert, muss man längerfristig kalkulieren. Ne? Besseres Bauen, schon gar klimaschützendes Bauen, rechnet sich natürlich nicht nach 3 Monaten oder 2 Jahren. Ne? Aber wir sind verdammt von den Betriebswirten, von den Rechnungshöfen und so weiter, alles so billig wie möglich herzustellen, aber eben nur die unmittelbaren Baukosten zum Beispiel. Über die menschlichen Dimensionen will ich gar nicht reden. Das heißt, die Politik, Sie haben über die Rahmenbedingungen gesprochen, muss durchsetzen, dass wir mindestens 10, 20, 30 Jahre Planungsrechnungen durchführen in diesem Fall. Und dann wird das Nachhaltige sich automatisch durchsetzen.
Aber das aus den Köpfen auch der Verwaltungen herauszubringen, ne, dass man eben das Billigste, ja, ja, europäische Ausschreibung, wie auch immer, und man kann fast sicher sein, das Billigste ist das, was die Umwelt am meisten schädigt. Ne. Also das sind die zwei Dinge, systemisch denken und das nicht nur so dahingeredet und wenigstens mittelfristig denken, am besten aber langfristig. Und es könnte ja sein, ich bin zwar kein Physiker und ich hoffe, Sie verzeihen mir die Analogie, aber es könnte ja sein, dass diese Kipppunkte, die Sie für das Klima festmachen, auch sozusagen in der Anwendung von neuen Strategien sozusagen vorhanden also sind. Dass sich eins ergibt, das dann das nächste gibt und plötzlich ist es sozusagen in größerer Breite da, wie man es vorhin Sie werden es nicht glauben, aber das ist meine letzte Bemerkung hier, dann schweige ich für immer. Möchte Sie nicht langweilen. Aber wir haben tatsächlich nicht nur diese Arbeit veröffentlicht, also zur Gesamtanalyse, warum wir uns aus der Klimakrise über Holz herausbauen können, sondern wir haben eine Arbeit veröffentlicht, auch vor 3 Wochen, über soziale Kipppunkte. Da haben wir 6 Prozesse in der Gesellschaft identifiziert, die quasi sich selbst verstärken auch. Und dazu gehört eben auch etwas, dass man mit einer bestimmten neuen Denkweise an was herangeht. Das breitet sich dann aus. Eine gute Idee ist mindestens so ansteckend wie der Coronavirus. Ja. Vielen Dank. Und, Herr Reisecker, Sie wollen, nachdem auch das angesprochen ist mit der Holzverwertung und so weiter. Vielleicht nur ganz kurz dazu, die Kosten. Entscheidend sind einfach wirklich die Lebenszykluskosten vor einem Gebäude und nicht nur die Errichtungskosten. Errichtungskosten, die täuschen einfach. Ja. Und die Problematik, die haben wir ganz stark. Zum Wald, ich glaube, der Waldumbau, der muss definitiv erfolgen. Und wir haben da in Österreich Gebiete, da ist der Waldumbau vor 30 Jahren schon erfolgt, wie im Burgenland. Die haben vor 30 Jahren schon das Problem gehabt, dass die Fichte ausgeblieben ist. In unseren Breiten, wir müssen natürlich auf Holzarten setzen, die ja die Industrie dann verarbeiten kann oder die dann auch im Holzbau benötigt werden. Und da gehört einmal sicher die Tanne dazu, ein Tiefwurzler, der doch mit weniger Niederschlägen auskommt und sehr im Trend liegt. Genauso auch die Lärche oder die Eiche. Das sind dann Mischwälder, da werden wir einen Wald, sage ich mal, in Zukunft gesund und vital erhalten können. Das ist so eine Anregung an die Waldbauern. Mhm. Vielen Dank. Ich habe jetzt immer wieder ein bisschen geschaut. Hände habe ich keine gesehen. Doch. Nein, es gibt schon Anmerkungen. Ja, bitte. Ja. Und dann noch. Dann, ich würde bitten um relativ kompakte Fragen, dass wir das einfach am Podium auch dann effizient beantworten können. Ja, ich stelle mich trotzdem kurz vor, mein Name ist Robert Köppe, ich war mal Meteorologe, habe auch Herrn Schellenhuber schon mal die Hand geschüttelt, vor langer Zeit als Student. Aber inzwischen bin ich Physiker, ich beschäftige mich zurzeit wissenschaftlich mit neuartigen Dämmmaterialien auf Basis von Pilzmyzel, das auf Holz wächst. Wer Interesse daran hat, kann mich später mal anreden. Meine Frage geht aber ein bisschen großflächiger. Im Allgemeinen heißt es ja für Nachhaltigkeit, wenn ich irgendwas gar nicht brauche, ist das die nachhaltigste Lösung. Jetzt gibt es natürlich beim Holz diesen Speicheraspekt und mich würde sehr interessieren, kann man das grob abschätzen, ob es besser ist, ein neues Holzhaus zu bauen oder den Bedarf zu vermeiden für ein neues Gebäude? Weil bei 99% aller Produkte kann man sagen, wenn man es nicht braucht, macht es am wenigsten Schaden. Dort könnte es anders sein. Naja, die Frage geht an mich offensichtlich und nein, die Antwort ist die, unter normalen Betriebsbedingungen, in denen wir uns leider nicht mehr befinden, ne? Wir stecken mittendrin in der Klimakrise, unter normalen Bedingungen wäre die vermiedene Inanspruchnahme von Ressourcen oder Energie natürlich immer die beste Lösung, wenn wir trotzdem das gleiche Wohlbefinden generieren könnten, das ist völlig klar. Aber jetzt ist es tatsächlich so, leider, dass wir die 2-Grad-Linie, über 1,5 Grad rede ich gar nicht mehr, eigentlich nur noch halten können, wenn wir aktiv CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Also wenn Sie sich einfach den letzten Sachstandsbericht des IPCC anschauen, der nächste wird 2021 kommen, nächstes Jahr wahrscheinlich mit ziemlich bestürzenden Nachrichten.
wir wissen das immer ja schon vorher, bevor es dann diskutiert wird und bis es dann schließlich gedruckt wird. Und dann ist es so, dass man eigentlich nur noch die Chance hat, zu stabilisieren das Klima, wenn wir große Mengen CO2 aus der Atmosphäre herausholen wieder. Und von all den absurden Vorschlägen, die da gemacht werden, also ich finde fast alle gefährlicher sozusagen als Therapie, als die Krankheit, ist tatsächlich die massive Sequestrierung von CO2 in Holz, das man aber sinnvoll eben verwendet, nicht verbrennt, sondern man macht Häuser zu Wertstofflagern im Grunde genommen, und zwar zu 100%. Mhm. Das ist die einzige stimmige, sinnvolle und nachhaltige Option, die ich gesehen habe, die eben auch so skalierbar ist. Und deswegen, wenn Sie mich schon so fragen, wer ein Haus baut, unbedingt aus Holz. Noch größer wäre das Potenzial, wenn wir eben schon gebaute Häuser, die aber gebraucht werden als Wohnraum, substituieren könnten sogar. Doch Holz ist natürlich sehr viel schwieriger. Woher kommt das Geld in diesem Fall etc.? Aber ja, in dem Fall ist Nichtstun nicht die bessere Option. Mhm. Vielen Dank. Ja, das ist, glaube ich, klar beantwortet. Ich habe jetzt zwei gesehen. Einmal hier, ja, und einmal Herr Architekt. Bitte. Andreas Dangl, Energietechniker aus dem Nachbarbundesland Niederösterreich. Eine schnelle Frage an die beiden Vortragenden. Ich bin heute sehr erstaunt gewesen, auch dass wir wirklich Holzbauförderung mittlerweile in Kilogramm bemessen. Also da habe ich wirklich was dazugelernt. Viele Lenkungsmaßnahmen wurden diskutiert. Glauben Sie, dass gerade im Bausektor uns auch hier eine gute CO2-Bepreisung, all diese Problematik, dass ich Holz fördern muss und viele raumordnerische Lenkungsmaßnahmen auch noch mit integrieren muss. Glauben Sie, dass man das wirklich vereinfacht mit einer fairen CO2-Bepreisung erschlagen könnten? Ich weiß jetzt nicht so. Ist das zu simpel gedacht, ein Lenkungsmechanismus? Ja, also das ist ganz eindeutig so. Wir haben aber jetzt die Situation, dass wir aus vielerlei politischen Gründen, wie ich gerade gesagt habe, warum ein Wohnungsbau billig gemacht wird, haben wir auch bei der CO2-Bepreisung soziale Komponenten, die den CO2-Preis jetzt noch niedrig halten, zu niedrig, wie alle Fachleute sagen. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, dass wir, bis die CO2-Preise eine Schwelle erreicht haben, dass der Holzbau automatisch wirtschaftlich ist, schon im Neubau, brauchen wir die Förderung noch. Das wurde ja ganz am Anfang angesprochen, wo gesagt wird, dieser einfache Wert, 5% reicht uns schon als Anschub. Das sind ungefähr diese 70 Cent beim privaten Wohnungsbau, die ich gezeigt habe. Das ist die Hälfte des Mehraufwandes. Aber wir haben noch soziale andere Probleme. Wir konkurrieren im Holzbau immer noch mit einer Bauwirtschaft, die auf prekäre Arbeitsverhältnisse setzt. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man in die Großbaustellen schaut, das wird in Österreich nicht anders sein als bei uns. Wir haben im mineralischen Bauen wirklich prekärste Arbeitsverhältnisse. Wir haben im Holzbau, der etwas teurer ist, aber aufs Land, das hatten wir jetzt ja auch, wieder die Verbreitung aufs Land, am Land sehr große Wertschöpfung, im eigenen Land mit hohem Grad an Fachkräften. Und ein Zimmerer hat mir gesagt, er kriegt die Leute für die Halle. Er kriegt aber keinen Mann, der am Bau im Dreck steht. Das heißt, wir haben auch noch wirtschaftspolitisch andere Ziele zu verfolgen mit einer Förderung. Wir fördern dadurch in die Breite ins Land rein. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und einen Aspekt wollte ich noch als Bautechniker sagen, weil wir morgen bei einer Firma sind, die Holz verarbeitet, und zwar jedes Holz. Wir können Holzdämmstoffe herstellen, da drüben gibt es eine Forschung noch mit noch interessanteren Sachen, aber state of the art können wir die gesamte Plastikdämmerei in den Wohnungsbauten auch nicht ohne Förderung, ist auch teurer, substituieren. Und dann können wir auch schlechtere Hölzer verarbeiten in Sachen Dämmstoffen und Technologiebaustoffen, wo wir auch morgen dran sind, Holzmischstoffe, kann man auch Schadholz aus dem Wald verarbeiten und kann diese jetzige Situation auch ein bisschen auflösen, wenn man mehr Holz verbaut, dass man diese unglaublichen Holzmassen haben, die zurzeit am Markt praktisch verpuffen, weil wir noch nicht genug Baustoffe haben. Und ganz kurze Antwort auf das, es ist wirklich sehr einfach, Emissionen müssen bestraft werden und Absorption muss belohnt werden, das heißt,
die Stufe geht vom Negativen ins Positive. Wenn der CO2-Preis hoch genug ist, also die Strafe dafür, dann wird das automatisch der Stahlbeton aus dem Markt drängen. Und wenn sie aber zusätzlich sogar noch belohnt werden, wenn sie CO2 aus der Atmosphäre rausholen, also Holz verbauen, dann haben sie einen doppelten Gewinn, ist dann eine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank. Ich würde vielleicht ganz, weil mir geht es nicht besser wie den Vortragenden, auch mir werden weiße Zettel gezeigt und ich habe sie schon mehrfach gesehen. Ich würde jetzt deshalb gern, wir haben noch eine Wortmeldung vom Herrn Architekten, die noch dazu nehmen und auch Heinz Blödel hat sich nämlich gemeldet, dann, dass wir das noch am Podium dann gemeinsam bearbeiten. Ja, Hermann, bitte. Hermann Breuer, bin Architekt. Ich habe viele Veranstaltungen schon erlebt und sehr viele Wünsche immer gehört. Allein der Glaube, dass sie umgesetzt werden, der schwindet immer mehr, auch wenn es umso brenzliger wird jetzt. Ich möchte das einfach ganz einfach verdeutlichen. Wir als Architekten, wir haben schlichtweg die Problematik der Konkurrenz, der Holzbau gegenüber Massivbau, was immer, ob Beton oder Ziegel. Und wenn wir es nicht schaffen, dass wir auf der einen Seite die CO2-Verursacher einigermaßen höher einpreisen durch eben CO2-Steuer, auf der anderen Seite aber dieses doch sehr sinnvolle Modell, das Sie also vorgestellt haben, Herr Kollege, von München mit der Förderung pro Kilogramm Holzverwendung im Bau, dann weiß ich nicht, wie wir uns eigentlich noch mehr dem Holzbau zuwenden sollen, weil es wird viel gemacht, aber es gibt Genossenschaften, die sagen ganz generell immer nur, was sind die Kosten. Es gibt den Landesbau, der ganz generell nur sagt, was sind die Kosten. Und alles, was darüber geht, wird einfach nicht gemacht. Das ist einfach Pragmatik. Und deswegen muss es Regeln geben, deswegen muss es eine ganz gezielte Maßnahme oder Maßnahmen geben, um das voranzutreiben. Alles andere ist sinnlos. Wir können noch so viel herumreden, wie wir wollen und Seminare machen. Es müssen Fakten folgen, wie wir die preisliche, höherpreisliche Qualität im Holzbau auch umsetzen können und wie wir sozusagen damit arbeiten können. Ein kleiner Schlussbemerkung. Wir reden zwar über Lebenszykluskosten, aber es wird bei uns nicht gerechnet. Es wird nicht einmal darüber gesprochen. Und es wird schon gar nicht bezahlt, wenn irgendjemand das machen soll. Das ist nämlich ein sehr hoher Aufwand. Das muss genauso gefördert werden oder bezahlt werden und muss als regulativ, als Maßnahme, die unumgänglich ist, einfach eingefordert werden von, bei der Einreichung. Vielen Dank. Und beim Architekten bitte. So. Danke sehr für das Statement. Das mir sehr wichtig scheint. Ich möchte jetzt sozusagen abschließend schauen, wenn es für Sie alle in Ordnung ist und weil es gibt ja dann auch noch die Möglichkeit, sich persönlich auszutauschen und ich hoffe, Sie nehmen das auch wahr, Herrn Heinz Blödel die Gelegenheit noch geben für eine Antwort. Er hat sich schon gemeldet und vielleicht abschließend dann Herrn Kaineda und damit gebe ich dir das Mikrofon. Ja, aber genauso ist es grundsätzlich punkto unseren Gebäudebestand. Also wenn der Kollege hier anspricht, dass eigentlich nichts tun eigentlich schon viel zu wenig ist und wir eigentlich substituieren sollen, dann wissen wir eigentlich seit mindestens 25 Jahren, dass wir unseren Gebäudebestand entsprechend für die Zukunft fit machen müssen. Das heißt, entsprechend auszurüsten, damit seine CO2-Emissionen einfach drastisch zurückgenommen werden. Und diese Substitution passiert einfach gesellschaftspolitisch und volkswirtschaftlich nicht. Wir haben Sanierungsraten von knapp über 1% und wir bräuchten eigentlich, um nur irgendwie in die Gänge zu kommen, annähernd Richtung die 5%. Und dass wir heute Materialien zur Verfügung haben, die nachwachsende Ressourcen nutzen, dass wir im Prinzip die Erdölprodukte alle nicht mehr brauchen, um unsere Gebäude klimafit und zukunftstauglich zu machen, das wissen wir auch. Dass das natürlich ein Mehr an Investition bedeutet, das wissen wir auch, aber dass es im Zuge des Lebenszyklus und auch im Zuge der ganzen Betriebskostenrechnung nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch kaufmännisch für jeden Einzelnen einfach eine Win-Win-Situation darstellt, das wissen wir auch. Und darum verstehe ich einfach nicht, ganz normal mit einem Hausverstand denkend, warum wir nicht schon längst in die Hände gespuckt haben und uns endlich auf den Weg machen, das Richtige zu tun. Vielen Dank. Herr Kaineda, bitte. Und ich gebe Ihnen das Wort sozusagen jetzt auch als Schlusswort, wenn es für Sie auch in Ordnung ist. Oder wollen Sie auch noch was? Ein kurzes Statement, ja, bitte, also Herr Kaineda.
Also die Frage, warum wir nicht schon längst etwas tun, beschäftigt mich auch schon ein Zeitl. Und mein Eindruck ist nur, in den letzten beiden Jahren beginnen wir in demokratischen Systemen Mehrheiten zu bekommen. Und das ist verdammt gut so. Also die unmittelbare Betroffenheit der Menschen mit dieser Klimakrise löst aus, dass wir in demokratischen Systemen jetzt beginnen, Mehrheiten zu bekommen. Da dürfen wir jetzt nicht viele Sachen falsch machen, aber es beginnt sich sozusagen der Diskurs zu verschieben und wir müssen jetzt schnell und entschlossen handeln. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn ich höre, wir können die Gebäude alle statt mit Plastik jetzt mit Holz dämmen, es ist nur teurer, dann stellt sich für mich die Frage wieder in der Form, dass ich sage, naja, dann rechnen wir es halt fertig. Also es ist einfach eine Frage der Ausschreibungsregeln zu verlangen, dass der gesamte Lebenszyklus des Baumaterials mitgerechnet wird. Weil ich kann Ihnen sagen, es ist nicht nur so, dass wir den Sondermüll verbrennen und das Geld kostet, die Verbringung und die Lkw-Fahrten und alles dazu, sondern einen guten Teil dieses Sondermülls müssen wir deponieren, weil wir ihn nicht verbrennen können. Jetzt glauben Sie mir, die Diskussion in einer Nachbarschaft, wenn dort in eine alte Schottergrube eine Baurestmassendeponie kommt, die sind episch. Diese Diskussionen sind episch. Keiner will eine Baurestmassendeponie neben der Haustüre haben. Das ist aber die Folge der falschen Baupolitik davor. Und genau das müssen wir jetzt beginnen einzupreisen. Und in dieser Form musst du den Diskurs mit den Menschen führen und ihnen sagen, wenn du das jetzt aufbiegst, gibt es noch eine Baurestmassendeponie in der Nachbarschaft. Das ist eine ganz simple Regel. Wenn wir jetzt aber mit Holz bauen, mit Holz dämmen und solche Dinge machen, dann ist die Frage der Entsorgung eine viel, viel, viel einfachere. Ich muss nur mal sagen, ich bin 35, ich habe 3 kleine Kinder. Meine Kinder werden auch, wenn alles gut geht, das Jahr 2100 erleben. Und was vorhin gesagt wurde, nämlich die Frage, wir bringen nichts weiter, wir wissen, was zu tun ist, aber es geht nichts weiter. Und ich treffe auch viele Leute, die Hoffnung verlieren, dass wir es schaffen können. Ich sage dann immer, ich habe 3 kleine Kinder, den Luxus der Hoffnungslosigkeit kann ich mir nicht leisten. Wir müssen das schaffen. Und das heißt, wir müssen auf allen Ebenen beginnen, umzudenken. Sprechen Sie mit den Nachbarn, mit den Kindern und Großeltern am Familientisch. Und ich kann Ihnen versprechen, ich spreche mit meinen Regierungsmitgliedern und wir werden versuchen, dieses Ruder herumzureißen, weil es gar nicht anders geht. Vielen Dank. Und als Schlusswort der Schlussrunde, bitte Herr Reisecker. Vielleicht eine kurze Anregung an die Politik. Also eine Halbierung der Mehrwertsteuer für ökologische Baustoffe wäre eine ganz einfache Maßnahme und es geht los. Danke. Vielen Dank. Wir haben gehört, auch ich kenne das, die Diskussionen enden oft sehr unkonkret. Dank Ihnen endet unser heutiger Tag sehr konkret mit einem konkreten Vorschlag. Und ich möchte mich bedanken bei Ihnen allen. Bei Ihnen allen für Ihre Beiträge, für Ihre Vorträge, für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist jetzt an Herrn Obmann Stahenberg und an Herrn Frauscher kleine Gaben aus Holz den Vortragenden also 300 zu übergeben. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Für den Herrn Landesrat ein gedrechselter Holzhut. Von ja, einem verrückt, aus Hofkirchen. Aber es ist verrückt, dass die österreichischen Holzbau. Danke auch für mich. Vielen herzlichen Dank an alle, nochmal auch im Namen von ProHolz. Was ich hier in Händen halten und Sie alle sind Notizbücher aus Kirschholz. Herzlichen Dank. Es gibt jetzt. Vielen Dank und wie gesagt, gerne jetzt noch verweilen und sich auszutauschen bei Essen und Speisen. Es gibt jetzt noch einige organisatorische Hinweise. Ganz kurz möchte ich Ihre Aufmerksamkeit also noch beanspruchen. Und zwar von unserem Herrn Fotografen, der fleißig immer abgelichtet hat, hier und dort, und er bittet auch schon ums nächste Bild, gibt es die Foto zu sehen ab morgen auf eventfoto.at. Da ist das einsehbar. Außerdem sind freundlicherweise von den Vortragenden die Unterlagen zur Verfügung gestellt worden und die können Sie ab sofort auf www.proholz-oberösterreich.at abrufen, also auf der Seite von ProHolz Oberösterreich, ganz einfach, Sie finden es. Die erwähnten Schülerinnen und Schüler der HTL werden ihre Produkte
auf YouTube veröffentlichen. Da wird es noch ein paar Tage dauern, aber auch das werden Sie dann finden. Die Feedbackzettel habe ich bereits erwähnt. Bitte ausfüllen und liegen lassen. Und ganz wichtig, Herr Frauscher hat es im Eröffnungsstatement schon erwähnt, deswegen kann ich das kurz halten. Ich möchte Sie wirklich nochmal hinweisen auf die Ausstellung Holzbau in 5 Viertel. Ich habe sie selbst gesehen auf ihrer ersten Station in Linz. Ist sehr gut gemacht und es gibt draußen auch einen kleinen Teaser, diese Leiter mit dem Huhn, wo Sie die Termine auch entnehmen können mit auf Flyern. Sowie die Bundestagung Holzbau, auch die möchte ich Sie hinweisen, am 12. und 13. Juni in Gmunden. Nur alle 18 Jahre findet die in Oberösterreich statt, also ein Event der Sonderklasse, wenn ich das so sagen darf, auch mit spannendem Abend- und Ausflugsprogramm und eben zum Netzwerken bestens geeignet, so wie die heutige Veranstaltung. Ich bedanke mich abschließend auch nochmal bei den Kooperationspartnern der Kammer, die ich anfangs ein bisschen langsam nur herausgebracht habe, und der Kepler-Uni natürlich. Und ganz persönlich auch und im Namen aller bedanke ich mich auch beim Organisationsteam nochmal von ProHolz, Stefan Leitner, Gabriel Schwarzmann und Sabine Käferböck. Im Namen aller, die hier mitwirken, auch der Techniker der Johannes Kepler Uni und so weiter, ist noch zu erwähnen. Vielen Dank und guten Abend allen.